Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, der gemeinsame Entwurf der CDU-Landtagsfraktion, SPD-Landtagsfraktion, der Die Linke-Landtagsfraktion, der AfD-Landtagsfraktion und der Saarlinke-Landtagsfraktion des 30. Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Landtages des Saarlandes, Abgeordnetengesetz, und zur Änderung anderer Gesetze wurde vom Plenum in seiner 62. Sitzung am 19. Januar 2022 in erster Lesung einstimmig angenommen und zur weiteren Beratung an den Ausschuss für Justiz, Verfassung und Rechtsfragen sowie Wahlprüfung überwiesen. Mit der Neuregelung des Saarländischen Besoldungsgesetzes und des Saarländischen Beamtenversorgungsgesetzes ist es notwendig geworden, die im Abgeordnetengesetz enthaltenen Verweise besoldungs- und versorgungsrechtlicher Art anzupassen. In diesem Zusammenhang besteht weiterer Änderungsbedarf überwiegend redaktioneller Art und im Hinblick auf die parlamentarische Praxis. Soweit möglich werden die im Abgeordnetengesetz enthaltenen Verweisungen auf die neuen Regelungen des Saarländischen Besoldungsgesetzes und des Saarländischen Beamtenversorgungsgesetzes umgestellt. An Stellen, an denen der Wortlaut und Inhalt der neuen Vorschriften die bloße Bezugnahme auf die Norm nicht zulässt, sind die notwendigen Anpassungen vorgenommen worden. Notwendige Änderungen redaktioneller Art sowie die klarstellende gesetzliche Verankerung parlamentarischer Praxis im Hinblick auf die Ausstattung der Abgeordneten mit Informations- und Kommunikationstechnologie einerseits und auf die an den Beihilferegeln orientierten Zuschüssen zu den Kosten in Krankheits-, Pflege-, Todes- und Geburtsfällen andererseits erfolgten ebenfalls. In seiner Sitzung vom 17. Januar 2022 hat der Ausschuss den Entwurf abschließend beraten. Der Entwurf des 30. Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Landtages des Saarlandes und zur Änderung anderer Gesetze wurde einstimmig angenommen. Der Ausschuss empfiehlt dem Plenum einstimmig die Annahme des Gesetzentwurfs in zweiter und letzter Lesung. Vielen Dank.